Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Stone 2. Immer noch in derselben Aufnahmesession von den vorigen zwei Folgen. Am 9.12. jetzt. Und ja, für euch, jetzt für mich nicht, aber für euch ist morgen dann ihr Heiligabend. 24. Dezember und so. Ja, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Mit diesem Part und wir müssen jetzt erstmal die Heile besuchen, weil wir die Wunde von Asmos behandeln müssen, die magisch ist oder verflucht, magisch verflucht, irgendwie sowas. Auch das noch. Es ist doch nur Regen, Lady Nerea. Wir schaffen das schon. Aber meine Frisur! Das ist wenigstens eine vernünftige Einstellung. Asmos braucht uns. Aber meine Frisur! Ich hab doch kein Drei-Wettertaft drin. Oh, guck mal, ein wildes Torboga oder Topsy oder so. Nee, keine Ahnung, ob die so aussehen, aber irgendwie hat es mich gerade so ein bisschen daran erinnert. Oh, und die Höhle müssen wir, glaube ich. Hab nur keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Feinde lauern euch auf. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob diese neuen, besseren Rüstungen wirklich auch so viel Schaden abhalten. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Achso, hier mit denen können wir ja gar keine Seelen sammeln. Picken. Ja, das können manche Hühner ganz gut. Man sollte nur nicht versuchen, das Wort picken auszusprechen, während man hier mit den Fingern rechts und links am Mund, der kleinen Mund quasi nach außen zieht. Weil dann kommt nämlich was anderes raus. Als picken. Da kann man machen, was man will, aber das funktioniert dann nicht, das auszusprechen. Ja. Heilbalsam. Hm. 100 LP kann er brauchen, so. Oh, eine Ziege. Mäh. Greift die uns an? Ich fürchte, die kann mir in keinster Weise behilflich sein. Ja, dann lässt halt bleiben. Noch eine Ziege. Noch mehr Mäh. Oh, was haben wir hier Schönes? Es hat Füße, einen Schwanz und keine Arme oder Vorderpfoten oder so. Das ist ein seltsames Vieh. Das ist so ein seltsames Viech, das macht hier unseren Wachmann hier, macht das rasend. Wachmann wütend, Wachmann angreifen. Aber das ist ja okay, weil ich mache ja eh nichts als anderes als Autohits, also im Prinzip ist das so mir sogar entgegenkommend, weil dann muss ich immerhin den schon immer steuern. Und irgendwann kriegt man das Viech ja eh tot, also passt schon. Nur die Sache ist, wir können mit ihm nicht mehr heilen und wenn das Vieh noch weiter auf ihn draufschlägt, dann ist der kaputt. Er hatte jetzt gehofft, er schlägt wenigstens einmal auf mich, damit ich den noch hier... Ja. Ihr wisst schon, ne? Trank der Ewigkeit, das wollte ich eigentlich vermeiden, aber okay. Die Viecher sind schon ein bisschen heavy. Die sind nicht ganz ohne, die haben schon was drauf. So, durch diese Höhle müssen wir nämlich, glaube ich, also ich glaube, dass wir durch irgendeine Höhle durch mussten. Vielleicht sollte ich doch mal mit ihr das Messer werfen probieren. Ups, nicht mit ihm, mit ihr. Jawohl, Instant Terror tot. Doch mal getroffen. Unglaublich, aber Vario. Okay. Nichts. Das kann ich fast nicht glauben. Hier muss doch irgendwas Geheimes wenigstens sein. Komm. Irgendwas muss hier sein. Das kann doch nicht sein, dass ich in eine Höhle gehe und da nichts ist. Das kann einfach nicht sein. Das ist einfach nicht. Nee, das ist einfach nicht Vampire Stone. Komm. Irgendwas. Nicht. Nicht. Mano. Mhm.
muss ich denn da rechts in irgendeine Höhle rein? Ah, da ist ja auch eine. Tatsache. Vielleicht ist das hier dann die richtige Höhle. Aber ich gebe ihr jetzt doch mal so eine Heilflasche. Weil das ist mir jetzt sonst irgendwie zu riskant. Frei für den Fall, dass der irgendwie jemanden ein bisschen rasend macht oder so. Komm, triff. Also bei denen klappt es besser. Die ersten Mal, die ich es versucht habe, hat es ja irgendwie ständig verfehlt. Ich habe das auch als relativ verfehlfreudigen Skill in Erinnerung. Was ja auch im Prinzip nicht wirklich schlimm ist, weil sonst wäre das Skill ja ein bisschen overpowered, ne? Heilbalsam, yay, Geheimnis. Und das sieht ganz danach aus, bei so einem langen Weg hier, dass wir hier richtig sind. Und diese Pflanze hält uns auf. Ja, komm her. Dann komme ich eben zu dir. Und werf dich vielleicht wieder kaputt. Achso, das ist er. Messerwurf. Jawohl. So macht es natürlich Spaß. Sonst natschen die uns ja wirklich kaputt hier. Das wollen wir ja nicht. Blitzstaub. Okay. Ich erinnere mich sogar auch noch an die Szene, die in dem Tempel dieser Heiler dann eben vonstatten geht. Und da wird vielleicht der ein oder andere, der dieses Spiel nicht kennt, doch sich denken, what the fuck? Also, das Spiel, das nimmt langsam durchaus nämlich Gestalten an, sag ich mal, die man jetzt nicht unbedingt so vermuten würde. Ja, da... Wie sowas hasse. So, da sind wir auch schon. Warte mal, gab's nicht dahinter irgendwie... Gab's da nicht irgendwie... Nee. Beides sieht so aus, als könnte man nach rechts laufen, kann man aber nicht, okay. Ja, ich weiß, da was verwechselt irgendwie. Vielleicht auch mit einem anderen Spiel, kann sein. Und weiter geht's in der Storykiste. Halt, wer ist da? Mein Name ist Nyria und ich brauche eure Hilfe. Ich kenne euch nicht. Verschwindet! Ich habe hier einen Brief von Sir Erwin. Ein Brief? Zeigt her. Ja, den wollen wir doch mal sehen, also. Oh Gott. Folgt uns bitte. Ja, das werden wir doch so gleich tun. Hi. Was habt ihr denn da Schönes auf dem Boden gezeichnet? Darf man euch da was stehlen? Bitte lasst diese Truhe in Ruhe. Natürlich. Truhe in Ruhe. Bitte lasst diese Truhe in Ruhe. So, wen von euch darf ich jetzt ansprechen? Vielleicht ihn hier? Hört zu. Vor kurzem ist ein merkwürdiges Wesen hier im Tempel aufgetaucht. Es erzählte uns, wir sollten auf seine Worte hören. Es könne in die Zukunft sehen. Natürlich haben wir ihm nicht geglaubt, denn Magie ist für uns nichts Ungewöhnliches. Doch Wahrsagen ist mit keiner Magie dieser Welt möglich. Das Wesen, oder der Prophet, wie es sich seitdem nannten, erzählte uns, dass ein Krieg heranbrechen wird. Ein Krieg gegen die Elras. Und das, obwohl die Elras schon vor Jahrzehnten vom Clan der Heiligen Krieger vernichtet wurde. Wir hatten sie vernichtet und die Steintafel in unsere Obhut gebracht. Ja, wie konnten wir ihm also glauben, dass die Elras wieder auf Erden wandeln und stark genug waren, uns anzugreifen. Doch laut diesem Brief ist es wahr. Die Elras haben Burg Iola und Schloss Zaras eingenommen. Die Zeit des Blutes ist gekommen.
Der Krieg des Clans gegen die verabscheuenswürdigen Elras ist aufs Neue entfacht. Wir müssen uns wappnen. Ready? Fight! Wir haben sehr viele tapfere Männer verloren. Ihr habt es gesehen? Ich war dabei und konnte nur knapp mit Sir Asmus und Sir Aaron fliehen. Ihre magischen Fähigkeiten sind unglaublich. Seid ihr verletzt? Nein, aber Asmus hat eine magisch verfluchte Wunde. Das klingt nicht gut. Die Wunde einer verfluchten Klinge ist nicht leicht zu behandeln. Aber ihr kennt ein Heilmittel? Ja, doch leider haben wir nichts hier, was wir euch mitgeben könnten. Verdammt, Asmus liegt im Sterben. Es ist nicht alles verloren. Wir müssen den Propheten befragen. Vielleicht weiß er Rat. Es scheint, als bräuchten wir nun mal mehr als einmal seine Hilfe. Wie wollt ihr ihn denn beschwören? Er hat uns ein magisches Symbol gegeben, mit dem wir ihn rufen können. Wir haben es bisher nicht ausprobiert, aber ich denke, das wäre ein guter Zeitpunkt, es zu versuchen. Worauf wartet ihr denn noch? Still jetzt! Wir müssen uns konzentrieren. Dann hoffen wir doch mal, dass dieser Prophet uns helfen kann. Sieht doch alles schon mal sehr vielversprechend aus. Und wir sehen grün und blau. Ja, besser sehen wir es, als dass wir so geschlagen werden. Das würde irgendwie wehtun. Und ich sehe grüne Männchen. Seht ihr auch grüne Männchen? Oh, jetzt bin ich ruhig. So ist es also. Meine Prophezeiungen sind eingetroffen, was? Ja, oh weiser Prophet. Ihr habt uns eure Macht bewiesen. Bitte gebt uns Rat, was wir nun machen sollen. Wir können wie wir die Elras bekämpfen können. So hilflos. So schwach. Doch sorgt euch nicht. Nun bin ich da, um euch zu retten. Wie ich vorher gesagt habe, sind die Elras wieder auf der Welt. Sie kommen, um die Steintafeln zu holen. Sie wollen ihre Macht zurück. Was sollen wir tun, weiser Prophet? Es muss verhindert werden, dass die Elras an die Steintafeln gelangen. Wenn sie diese haben, ist die Welt auf ewig verdammt. Wie können wir das verhindern? Aktiviert die magischen Barrieren. Die Barrieren? Aber wir können sie nicht wieder auflösen. Die magischen Schlüssel sind unerreichbar. Wenn wir die Barrieren beschwören, kommen wir nicht mehr an die Bruchstücke. Und die Elras auch nicht. Es ist die einzige Möglichkeit, dem Clan die Zeit zu verschaffen, die er braucht, um sich gegen die Elras zu wappnen. Aber... Tut es, oder die Welt wird zugrunde gehen. So sei es. Und wer ist die da? Das ist... Ich bin Nyria und brauche dringend ein Heilmittel für einen Freund. Er hat eine verfluchte Wunde. Oh, sehr stürmisch. Nun, junge Dame, solch eine Wunde ist nicht leicht zu beheilen. Das weiß ich, verdammt. Wie kann ich sie heilen? Nimm diese Rune. Wenn du sie verwendest, wird sie die Wunde schließen. Gib auf sie Acht, sie ist sehr kostbar. Danke. Und nun aktiviert die Barrieren, bevor es zu spät ist. So sei es. Dieses Beschwörungszeug könnt ihr ruhig unterlassen. Das nächste Mal benutzt einfach das Symbol. Wenn ich gnädig bin, erscheine ich dann schon. Was macht Shinai da? Aktivieren wir die Barrieren. Wieso sagt er denen, die Staffel darf nicht zusammengesetzt werden? Und uns sagt er, ja, er müsst die holen und zusammensetzen. Das ergibt keinen Sinn. Oh, ja, stimmt. Da war ja was. Ja. Jetzt sehen wir also einen Einblick in die jeweiligen Eingänge
zu diesen unterirdischen Gewölben, in denen die Steintafeln versteckt sind, und höre noch kurz die jeweilige Musik dazu. Oh, da sehen wir sogar das erste Viech. Okay. Oh, noch ein Viech. Okay. Aber das alles liegt noch vor uns, also wir haben noch einiges zu tun. Ja. Yeah. Es ist vollbracht. Ich hoffe, unser Vertrauen in den Propheten war richtig. Das wird sich zeigen. Zumindest hat er anscheinend ein Heilmittel für Asmos. Das ist alles, was für mich im Moment zählt. Ja, der wirft mit Runen nur so um sich. Zur selben Zeit besprechen Valner, Asuka und Elaine ihre nächsten Schritte. Ja, dann passt auf, dann nehmen wir wieder den linken Fuß und dann wieder den rechten. Wenn ich es euch doch sage, wenn wir Jinai glauben können, brauchen wir die Bruchstücke. Um diese zu bekommen, brauchen wir Vampire. Das ist Wahnsinn, Asuka. Wir dürfen keine Vampire erschaffen. Die Situation wird völlig außer Kontrolle geraten. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass dieses Menschengesocks in der Lage ist, gegen die Elras zu bestehen. Diese Söldner sind zu schwach. Du wirst einen neuen Heiligen Kreuzzug beschwören. Ich kann mich nur wiederholen. Du spielst mit dem Feuer. Blödsinn. Aber Vampire sind der einzige Weg, wieder alles rückgängig zu machen. Ohne sie keine Steintafel. Valner, sag du doch auch mal was. Ich denke, Asuka hat recht. Wie bitte? Aber Vampire sind wirklich stärker als diese Söldner allein. Ach, weißt du was? Entscheide du dich, wie du willst. Aber sag am Ende nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Vampire zu erschaffen ist extrem gefährlich. Wir sollten uns jetzt erstmal um den Dieb in Mestor kümmern. Also lasst uns Burg Vares erobern, damit wir nach Mestor können. Die ersten Steuereinnahmen sollten ja inzwischen im Schloss sein. Ja. So ist das also. Ich will mal kurz gucken. Wir hatten hier doch eine, die wollte, dass wir das Geld stehlen. Auf einem weißen Teppich. Okay. Irgendwo in Syras, irgendwo im Ober- oder Untergeschoss war das, glaube ich. Und Syras ist ja jetzt nicht so groß, solange wir nicht die ganzen Leute nochmal anreden und die Gedanken lesen müssen, sollte das gehen. Okay, hier war es schon mal nicht. Das sollte irgendwie machbar sein. Ach, das war das sogar da hier unten, ne? Das kann sein. Hier war zumindest, glaube ich, auch irgendein Hinweis auf diesen Stan. Nee. Okay. Wo, weil wir haben denen sein Geld ja gestohlen, also können wir ruhig theoretisch da hingehen und sagen, hier, schaut mal, wir haben das gemacht, gib uns unsere Belohnung. Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Ja, das ist immer richtig. Sie hier habe ich gesucht. Die nette Rothaarige. Ach so, wieso gehe ich erst zu Gedanken lesen? Das ist irgendwie Macht der Gewohnheit bei mir bei diesem Spiel. Und habt ihr sein Geld? Ja, haben wir. Hat es in einer Vase versteckt. Sehr schön. Wie viel Geld war es denn? 200 Fehler. Gut, dann gib mir bitte meinen Anteil von 100 Fehler. Ja, bitte, hier. Gut, danke. Und nun verschwindet. Keine Belohnung. Wie? Eine Belohnung wollt ihr auch noch? Wir haben immerhin dafür gesorgt, dass dieser Stand in arge Geldnot kommt. Na schön. Hier, nimm diesen Heiltrank. Der steht hier nur dumm rum. Ja, danke. Dumme Zicke. Und Erfahrung und Level-Ups ist sehr schön. Die holt man sich doch gerne ab, Erfahrung und Level-Ups. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das gerade was ausgemacht hat, dass wir gesagt haben, beziehungsweise, dass wir gesagt haben, ja, nee, Vampire, das sollten wir schon machen. Ob das irgendwie unsere Beziehung zu Elaine beeinflusst und dann auf sich aufs Ende auswirkt oder so, das weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, dass es 6 verschiedene Enden in diesem Spiel gibt. Und die möchte ich
sofern nichts dazwischen kommt, am Ende auch alle zeigen können. Angefangen natürlich mit dem Ende, das ich eben bekommen habe. Dementsprechend bedeckt das Blut unserer Gegner den Boden. So. Ihr müsst ja theoretisch dann eines der leichten Enden bekommen haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erklärt habe. Es gibt ja pro Schwierigkeitsgrad ein gutes und ein böses Ende quasi. Mehr oder weniger gut oder böse. Ich meine jetzt, dass mir die meisten Enden, glaube ich, nicht so gefallen haben, aber okay. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie die verschiedenen Enden endeten, aber da war irgendwas. Jetzt will ich noch kurz gucken, ob wir jetzt endlich Steuereinnahmen haben. Das wäre nämlich herzallerliebst. Briefe werde ich diesmal keine lesen, das mache ich dann eher am Anfang vom nächsten Part. Aber wenigstens das will ich noch schauen. Zack. Und dann zack. Und nochmal zack. So, da ist ein Skelett. Da ist Gold drin. Hier, Meister, eure Steuereinnahmen in Höhe von 400 Fila. Oh, danke, Sir. Sehr nett. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Über einen Kommentar und eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und werden wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Vampire Stone 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.